Hallihallo und willkommen zurück zu Android. Ja, letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie ihr eure eigene Stimme aufnehmen könnt mit eurem Handy, was vielleicht nicht die beste Qualität hat, aber okay. Dieses Mal, also es war so eine kleine Einführung in diese Media-Geschichte. Dieses Mal wollen wir Sachen wiedergeben. Ja, und Sachen wiedergeben, da hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, entweder aus dem Internet oder man nimmt sie einfach von irgendeiner Datei. Und ja, ich möchte euch eben beides zeigen, wie das funktioniert. Gut, fangen wir an. Ach so, noch ganz kurz, ich habe quasi nichts geändert hier. Ich habe wieder mal diesen Record-Button. Ich habe quasi das aus dem vorigen Tutorial einfach übernommen. Hier kann dann einfach ein Play hin von mir aus. Und ins Manifest habe ich auch nichts geändert, außer dass wir hier Record Audio und das hier eigentlich nicht mehr brauchen. Das kann ich eigentlich rausschmeißen. So. Genau, und wenn wir jetzt hier in diesem, also der Button hier, der ruft die Send-Methode auf und diese Send-Methode soll dann einfach irgendwas wiedergeben. So, wenn wir was wiedergeben wollen, dann brauchen wir zuerst mal einen Media Player. Wer hätte es gedacht? Media Player. So, hier. Ein Media Player, nennen wir ihn einfach mal Media Player, das wird uns gleich vorgeschlagen, kriegen wir, indem wir sagen Media Player. Upsala, Media Player.create. Das wird uns hier gleich vorgeschlagen. Und da übergeben wir erstmal den Kontext rein. Das wäre this. Und dann brauchen wir eine Datei, die wir abspielen können. So, eine Datei kriegen wir, indem wir irgendwas hier in diese Ressourcen reinziehen. Nicht unbedingt in Drawables, sondern vielleicht in Raw oder sowas. Also, ihr könnt da einfach irgendwelche neuen Ordner erstellen. Hier Directory. Und dann, ich werde das jetzt einfach mal so lassen, weil ich habe gerade keine Datei, die ich abspielen könnte, ohne irgendwelche Urheberrechtsverletzungen zu betreiben. Ja, und dann zieht ihr die hier rein, einfach per Drag and Drop oder per Copy-Paste und habt die da verfügbar. Und dann geht ihr her und sagt R. Der Ordner, den ihr habt, also ich werde jetzt einfach mal Drawable benutzen, weil hier eben Drawable, ja, da steht. Drawable, kommen eigentlich Bilder rein, bitte nicht unbedingt vermischen. Und dann hier sagen wir mal einfach Sound 1. So, findet er natürlich jetzt nicht, aber das macht auch nichts. Ich könnte es eh nicht abgeben und das, ihr könnt es eh nicht hören dann. So. Ja, und dann kann man hier einfach schon sagen Media Player.start. So, das ist jetzt natürlich die einfachste Möglichkeit. Ihr zieht tatsächlich eine Datei hier rein. Passt aber dann auf, dass die Dateien nicht zu groß werden, weil die ganzen Sachen muss euer User ja auch mit runterladen. Und vielleicht möchte man das nur für irgendwelche Sounds von irgendwelchen kleineren Spielen oder sowas haben. Oder generell von Spielen möchte man die Sounddateien einfach mitliefern in einem Ressourcenordner. Und dann kann man das hier tatsächlich so machen. Passt aber auch auf, dass ihr hier das vielleicht in einen Service auslagert, damit das Ganze auch asynchron läuft und nicht irgendwelche anderen Berechnungen oder sowas blockiert. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und zwar muss man nicht jedes Mal alles mitliefern, sondern man könnte ja auch theoretisch irgendwelche Musik abspielen wollen, die sich auf dem Handy oder auf dem Tablet oder wo auch immer befindet, oder aus dem Internet Sachen streamen. Und die funktionieren etwas anders. Und mit etwas anders meine ich komplett anders. Ja, und dafür brauchen wir als erstes mal eine URI. Ja, und die heißt einfach mal URI. Wenn ich da Steuerung Leertaste drücke, kommt das direkt. Und die bekommt ihr zum Beispiel von http://www.irgendeine Adresse.de/audiofile.mp3. Keine Ahnung. Ja, Vorsicht, hier muss natürlich bei der URL immer gegeben sein, dass wir, das ist übrigens eine URL, die ich hier möchte. Nicht eine URI, eine URL ist was anderes. Diese Datei muss immer verfügbar sein zum Streamen. Das bedeutet, ihr ladet nicht die ganze Datei runter und spielt sie dann ab, sondern, na komm, ja genau. Ach so, das ist ja gar keine URL, das ist ja kein eigener Typ, das ist einfach ein stinknormales String.
ihr ladet sie nicht auf einmal komplett runter, sondern ihr buffert die. Also ihr ladet quasi, keine Ahnung, ein Kilobit runter und dann wird angefangen abzuspielen. Und während es abspielt, wird dann eben weiter runtergeladen. Und so funktioniert es dann mit diesen Dateien. Da müsst ihr quasi nichts mehr dafür tun. Das macht es automatisch. Aber es muss natürlich auch verfügbar sein. Wenn es nicht verfügbar ist, müsst ihr komplett selbst erstmal die Datei komplett runterladen. Das macht ihr am besten auch schon in einem eigenen Service oder in einem eigenen Thread oder wie auch immer. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Wenn nicht, schreibt es mir, dann mache ich dazu noch ein Video. Und danach könnt ihr sie erst abspielen. Ja, und ansonsten braucht ihr hier natürlich auch wieder einen Media Player, New Media Player. Und dieses Mal übergeben wir gar nichts rein, sondern erstellen ihn einfach normal. Sagen hier Media Player.set Audio, upsala, Audio Stream Type. Und sagen hier dann Audio Manager Punkt. Und hier können wir sagen, was wir genau haben wollen. Stream. Und hier können wir eine Notification holen. Das zeige ich euch mal anders. Das ist etwas komplizierter. Musik oder ein Voice Call oder irgendwas vom System. Also ich würde jetzt einfach mal sagen Music. Der Rest hat eigentlich nicht wirklich viel mit Media Player zu tun. Beziehungsweise nicht viel mit dem, was ich euch jetzt gerade zeigen möchte. Und dann sagen wir hier Media Player Punkt Set Data Source und geben die URL an, die wir hier angeben wollten. So, die da oben. Die hier. Ja, genau. Und warum wirft mir das jetzt ein Error? Ach so, ja, das kann natürlich eine Exception schmeißen. Surround with Try Catch. Ja. Und jetzt müssen wir Folgendes machen, das packen wir auch noch in das Try und Catch rein. Media Player Punkt Prepare. Und dieses Prepare, das ist das, was quasi das Gemeine an dem Ganzen ist. Das kann ewig dauern. Das heißt, ihr müsst erstmal vorbuffern, bevor ihr überhaupt was machen könnt. Und solange das vorbuffert, ist hier wirklich blockiert. Das heißt, ihr müsst es wirklich auslagern in den eigenen Thread. Habe ich euch schon 100 Mal gezeigt, wie es geht, glaube ich. Aber wenn ihr es nicht auslagert, dann freest vielleicht eure App die ganze Zeit, solange das nicht abspielt, und dann habt ihr natürlich ein Problem. Ja, und dann einfach MediaPlayer.start aufrufen. Genau. So funktioniert es, wenn ihr jetzt was streamen wollt. Das dritte, was ich euch noch zeigen möchte, ist natürlich, wenn ihr aus einem lokalen Ordner irgendwie Musik holen wollt. Und das funktioniert ähnlich. Ihr sagt hier einfach, hier braucht ihr dann tatsächlich die URI. Genau. Und ja, diese URI bekommt ihr, indem ihr zum Beispiel sagt, keine Ahnung. Ach so, vielleicht sollte ich die noch URI nennen. So, URI.parse. Und dann gebt ihr hier den Pfad an. Also ich habe euch ja letztes Video auch schon gezeigt, wie ihr auf den External Storage drauf kommt. This.get externals. Quatsch, natürlich nicht this, sondern environment. Environment.get external storage directory. Fangt hier vielleicht vorher ab, ob das überhaupt verfügbar ist, indem ihr den Storage State abfragt. Im Manifest braucht ihr dann natürlich hier diese write external bzw. read external. Read external storage braucht ihr dann natürlich. Record Audio braucht ihr immer noch nicht. Also Android Permission Read External Storage bedeutet, ihr dürft auf die SD-Karte zugreifen und von dort lesen. Ja, und jetzt brauchen wir hier noch den absoluten Pfad davon, Get Absolute Path. Und dann vielleicht slash Dateiname, keine Ahnung, Dateiname.mp3 oder was auch immer. Genau, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Media Player. Und sagen dem auch wieder Stream Music und sagen Set Data Source Get Application Context, also den Kontext von der ganzen App bekommen und dann die URI reingeben, dann preparen und dann starten. Und schon ist alles gut. Ja, so wird Musik abgespielt von einem
von der, keine Ahnung, von der Datei, die direkt auf dem Ex von auf der SD-Karte liegt. Wenn ihr fertig seid mit dem ganzen Abspielen, dann würde ich und wahrscheinlich auch der User euch bitten, einfach hier mediaplayer.release aufzurufen. Das gibt die ganzen Ressourcen frei, die da irgendwie verbraucht wurden. Und danach mediaplayer gleich null zu setzen, wenn ihr komplett fertig seid. Wenn ihr danach noch was anderes machen wollt, dann ruft einfach nur release auf und schreibt dann eine neue Dateiname oder was auch immer rein. Und oder erstellt gleich einen neuen, ist egal. Ruft, ja, setzt ihn danach wieder auf Null, dann verbraucht er nicht so viele Ressourcen, denn sonst werden die ganzen MP3s, die vielleicht gebuffert wurden oder sowas, werden die ganze Zeit weiter in Anspruch genommen. Was echt viel sein kann, vor allem wenn ihr das Ganze mit Videos macht. Aber Videos zeige ich euch vielleicht noch irgendwann anders. Okay, ja, wenn ihr nicht wollt, dass euer Handy abschaltet, vielleicht CPU-Ressourcen spart zur Berechnung oder sowas, dann müsste ich hier noch eine weitere Permission einsetzen. Und zwar die Android-Permission. Mal gucken, ob das passiert, wenn ich hier. Ah, das funktioniert auch. Perfekt. Und zwar Wake Lock. Wake Lock bedeutet so viel wie die CPU wird nicht langsamer, sprich, ihr habt weiterhin die Ressourcen, um da diese Musik abzuspielen. Und ihr könnt den Screen anlassen, also das ist beides da drin. Ja, das geht, wenn ihr hier über Media Player, ich mache das gerade mal hier, mediaplayer.setScreen on while playing, und dann könnt ihr hier einfach ein True eingeben. Also ich glaube, die Methode ist ziemlich aussagekräftig. Ihr lasst einfach den Screen on, während das abspielt, und schon ist gut. Oder ihr setzt den Wake Mode, mediaplayer.setWakeMode, und dann könnt ihr hier den Mode eingeben, aber das braucht ihr eigentlich nicht, ihr könnt da einfach das benutzen. Genau. Okay. Wobei, wenn ich euch jetzt gerade schon angedroht habe, dann erkläre ich euch auch gerade noch, wie dieses setWakeMode funktioniert. Also der Kontext ist natürlich immer this, wie immer, beziehungsweise der getApplicationKontext, in diesem Fall sogar. Und hier brauchen wir den Power Manager. Und der Power Manager ist quasi der, der managt, wie langsam oder wie schnell die CPU läuft. Ist quasi ein Systemservice. Und hier kann man verschiedene Sachen eingeben. Zum Abspielen reicht eigentlich meistens Partial Wake Lock. Der garantiert uns, dass die CPU die ganze Zeit weiterarbeitet und nicht irgendwie, ja, nicht irgendwie gestört wird durch zum Beispiel einfach schlafen legen und dann hört die Musik auf zu spielen. Wenn wir jetzt das Ganze aber so machen, dass wir aus dem Internet irgendwelche Sachen ziehen und währenddessen abspielen, dann haben wir natürlich ein Problem, denn das Wi-Fi bzw. das WLAN schaltet sich immer noch aus. Und das WLAN auszuschalten geht folgendermaßen: Wir brauchen ein Wi-Fi-Lock. Ihr seht, das ist alles mit Locks irgendwie zusammen. Dieses Wi-Fi-Lock bekommen wir, indem wir einfach ein Wi-Fi-Lock kreieren. Wi-Fi-Manager.Wi-Fi-Lock ist okay. Nennen wir Wi-Fi-Lock, holen uns hier den Wi-Fi-Manager, indem wir sagen, ups, ich habe das ist gleich vergessen. Brauchen hier noch eine Klammer. Get System Service wieder mal und Context.Wi-Fi Service. Und hier müssen wir dann ein Wi-Fi-Lock kreieren. Und das machen wir, indem wir Create Wi-Fi-Lock aufrufen, einen Wi-Fi-Manager benutzen, beziehungsweise den Wi-Fi-Manager, das ist Static Variable, was wir hier brauchen. Und dann Wi-Fi-Mode Full. So. Ja, und wir nennen es einfach mal, beziehungsweise es ist ein Tag, also sagen wir einfach mal Tag, oder wir sagen 42, wie immer. Okay. So, und jetzt müssen wir das ganze Ding noch benutzen, nämlich wifi-lock.acquire. So, jetzt haben wir quasi sichergestellt, dass sich das Wi-Fi nicht ausstellt. Aber, ja, bitte, bitte tut das unbedingt, wenn ihr fertig seid mit Streamen. Also wenn ihr hier unten Release macht, dann tut ihr dieses Wi-Fi-Lock. Achso, ja, das Wi-Fi-Lock sollten wir dann wohl oben drüber deklarieren. Und hier erst anschalten, denn da brauchen wir es tatsächlich. Und hier unten sagen wir einfach Wi-Fi-Lock.release. Denn es frisst enorm viele Ressourcen, wenn das System nichts abschalten darf.
Und diese Ressourcen, beziehungsweise dieser Akku, der wird euch auf die Nerven gehen, wenn der auf einmal aus ist. Deswegen, Wi-Fi-Lock ist nochmal was Extras. Das ist auch ganz gut so, wenn ihr nicht irgendwie was aus dem Internet zieht, beziehungsweise wenn das fertig ist mit dem Stream oder mit dem Buffern, dann kann man das Wi-Fi ruhig mal ein bisschen ausschalten und das spart dann eindeutig Ressourcen. Und hier, das hier brauchen wir aber trotzdem noch. Das heißt, die ruhig getrennt betrachten, das macht schon Sinn so. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch jetzt mal zum grundlegenden Wiedergeben von irgendwelchen MP3-Dateien oder generell solchen Dateien sagen wollte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.